Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch verschiedene Scooter der Firma Okai. So haben wir hier einmal den Okai ES500, auch bekannt als SXT Tito oder Cityblitz Tiger. Dann haben wir den Odysseus Alpha X3 Pro und der wird tatsächlich auch von Okai hergestellt, aber halt für die Firma dann jeweils als eigenes Produkt für die eine Firma, die das halt dann beansprucht. Und dann haben wir den Okai ES50C hier und natürlich den Okai Neon. Unterscheiden tun sich die alle natürlich im Aussehen, also Design und Akkugröße und natürlich Stabilität. Ich meine, man sieht hier direkt, das Gerät wird wahrscheinlich deutlich stabiler sein als jetzt der ES50C. Der ES500 ist auch, wie man ganz gut erkennen kann, auch der Sharing-Szene so ein bisschen entnommen. Denn der Rahmen ist sehr massiv, die Trittfläche ist relativ groß, also auch nochmal ein Stück größer als die vom Ninebot. Hier sehen wir jetzt im Vergleich den Odysseus Alpha X3 Pro. Da ist es fast doppelt so groß, die Trittbrettfläche von hier. Dafür ist er aber vielleicht nicht so lang. Und natürlich muss man hier auch sagen, das war sozusagen das erste Consumer-Modell von Okai. Und somit haben wir hier natürlich auch noch nicht so gute Werte gegeben, wie zum Beispiel jetzt bei der Reichweite vom Odysseus Alpha X3 Pro oder dann auch vom Okai Neon. Und das sind jetzt Geräte der neueren Generation und die haben dann auch schon bessere Reichweiten. Das Display ist hier so aufgebaut, das flackert zwar, aber in echt flackert das natürlich nicht, das ist einfach nur wegen der Kamera. Und hier sieht man dann auch mit einem Klick kann man das Licht an- und ausschalten, sieht man hier oben. Zeige ich hier vorne. Beim Odysseus Alpha X3 Pro ist es genauso. Da drücke ich hier auch einmal und dann ist das Licht an und aus. Und hier bei dem kleinsten, den ES50C, ist es natürlich genau dasselbe. Das Licht ist hier dann an und aus. Also da unterscheiden sie sich erstmal nicht. Unterscheiden tun sie sich aber bei den Klappmechanismen. Und zwar hat man hier die Möglichkeit, den hier so aufzufalten und dann halt da hinten einzuklemmen im Schutzblech. Beim Odysseus Alpha X3 Pro ist es tatsächlich so ziemlich ähnlich zum Ninebot Max G30 LD. Hier haben wir nämlich auch diesen Haken hier und dann diese Verankerung am Schutzblech. Das ist hier nämlich genauso, da haben wir auch diese Verankerung am Schutzblech und diesen Haken am Lenker, sodass man den dann zuklappen kann und dass er sich dann am Schutzblech verhakt. Und der ES50C folgt natürlich demselben Prinzip und zwar hat er hier auch diesen Haken und dann diese Verankerung hinten am Schutzblech. Die Klingeln sind hier jeweils so, erstmal denkt man, das ist so eine Drehklingel wie beim Ninebot, aber nein, das ist so eine Klingel mit so einem Drücker. Der Ton ist dann relativ hell, hat man hier dasselbe, muss man dann hier dran so ziehen. Und beim Okai ES500 haben wir dann die typische Klingel, die auch bei den Tierscootern verbaut sind. Hier haben wir natürlich noch die Besonderheit, da muss ich ja fast einen Weitwinkel anmachen, dass der Lenker hier sehr relativ geschwungen ist und auch sehr groß. Das ist an Fahrräder angelehnt und das soll natürlich auch den Umstieg vom Fahrrad auf den Scooter oder andersrum deutlich leichter machen und auch für die Menschen, die breitere Lenker gewohnt sind, ist es natürlich deutlich angenehmer, den hier zu fahren, als jetzt zum Beispiel den hier oder den hier, da hier die Lenker natürlich nochmal ein bisschen kürzer sind, wenn man jetzt auf die Länge guckt. Das kommt natürlich auch mit einem Vorteil und zwar hat man hier dann auch eine Möglichkeit, viele verschiedene Zusätze ranzupacken, wie zum Beispiel so eine Lenkervergrößerung, so wie beim SoFlo ganz gerne genutzt wird, und zum Beispiel hier Spiegel ranzumachen und so weiter. Eine Hupe kann man hier zum Beispiel ranschrauben und es gibt da viele verschiedene Möglichkeiten. Handyhalter, wie gesagt, man hat hier ziemlich viel Platz, da brauchen wir auch diese Lenkererweiterung nicht unbedingt. Den Gashebel kennen wir hier auch schon von irgendwo und zwar sieht er genauso aus wie bei den Tierscootern, also vermute ich mal dasselbe Modell. Die Bremse ist hier auch nur eine, aber die steuert gleichzeitig die Motorbremse vorne und hinten die Trommelbremse an. Trommelbremse ist eigentlich ganz gut, weil die halten immer ziemlich lange. Wo wir beim Kennzeichenhalter und beim Rücklicht angekommen sind, sieht man hier, dass das Rücklicht aus drei LEDs besteht und halt noch ein Reflektor, ist halt gesetzlich vorgeschrieben und natürlich hier der Kennzeichenhalter. Das kennt man so schon von anderen Modellen. Kommen wir beim Alpha Odysseus X3 Pro, haben wir auch vorne im Motor die Motorbremse und natürlich hinten eine Scheibenbremse. Und die werden dann auch beide gleichzeitig von einem Bremshebel angesteuert. Hier ist es dann wieder ähnlich, da hat man vorne jedoch keine Bremse und hinten dafür eine
Trommelbremse und eine Motorbremse in ein. Bei mir beschleunigt er auf ca. 20 bis 21 km/h hoch und pendelt sich dann bei genau 20 km/h ein. Hierbei haben wir ein ziemlich weiches Anfahrgefühl, also der bremst nicht so abrupt ab wie noch die älteren Verleihscooter von Okai, sondern der pendelt sich ganz weich ein dazwischen. Die Frontfederung ist auch so ein bisschen zu spüren, aber die Hinterfederung beim ES20, also den Neon, ist natürlich nochmal deutlich besser zu spüren, finde ich zumindest. Und man muss hier natürlich aufpassen, beziehungsweise man fällt jetzt nicht unbedingt vom Lenker, aber das kommt jetzt unerwartet, denn die elektromagnetischen Bremsen bei Okai ziehen richtig gut. Also wenn man da einmal ein bisschen dran tippt, dann bremst er schon richtig dort ab und das finde ich eigentlich an sich ganz gut. Nur beim ersten Mal muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, wenn man damit jetzt unbedingt jetzt anfängt zu fahren und noch nicht darauf eingestellt ist. So, jetzt kommen wir zum Alpha Odys X3 Pro. Da merkt man natürlich, der Anzug ist ungefähr ähnlich wie beim ES500. Aber man hat hier natürlich einen deutlich größeren Akku, einen leichteren Scooter, denn der wiegt hier 23 Kilo. Den will man jetzt nicht unbedingt jeden Tag hoch und runter schleppen. Da ist es schon einfacher, der wiegt etwas weniger. Genau weiß ich es nicht, aber ich blende es wahrscheinlich ein. Der Gashebel ist hier auch ziemlich weich runterzudrücken, genauso wie hier, das habe ich vorhin noch nicht erwähnt. Klinge ist natürlich gut, die Bremse ist hier auch ziemlich gut, aber die greift hier nicht so heftig wie zum Beispiel bei dem hier. Bei dem hier greift sie heftiger, habe ich zumindest das Gefühl. Ich habe die jetzt aber auch nicht komplett angezogen, sondern halt nur so, um genau zum Stehen kommen zu können. Dann beschleunigt der hier im Hochmodus, also im High-Modus, auf 22 km/h, hält die leider aber nicht, sondern geht dann halt ein bisschen runter und dann pendelt er sich bei genau 20 km/h ein. Also beschleunigt halt etwas schneller, aber dann und schwankt dann so zwischen 21 und 20. Aber die Fahrt im Grunde genommen ist eigentlich ziemlich angenehm. Hier hat man wieder, sieht man, ziemlich viel Lenkerfreiheit. Also hier passt locker eine Handyhalterung hin und hier auch noch irgendwas. Das ist eigentlich ganz gut. Und so für einen kurzen Überblick, das Tacho ist gut ablesbar, genauso wie hier. In dem Video sieht es halt immer etwas schlechter aus, aber ich sag euch schon, wirklich, wenn man es ablesen kann und wenn man es nicht ablesen kann, genauso beim Okai Neon, da kann man es richtig gut ablesen, aber im Video sieht es natürlich immer etwas dunkler aus, als es in echt ist. So, aber vom Ding her, ein sehr vernünftiger Scooter, also fährt sich richtig weich, finde ich, genauso wie der hier. Also die beiden sind eigentlich ziemlich vergleichbar, habe ich das Gefühl. Ich hatte jetzt aber auch nicht, beziehungsweise ich habe jetzt leider nicht so viel Zeit, die zu testen, da ich heute noch Termine habe. Aber vom Ding her fahren die sich schon richtig gut und so an sich kann ich den eigentlich auch den Leuten empfehlen. Vor allem da der Odys Alpha X3 Pro, meine ich, gerade mal um die 500 Euro kostet, so 550 vielleicht. Und dafür, dass er 13 Amperestunden als Akku hat, ist es eigentlich schon ziemlich vernünftig vom Preis her. Muss man dann halt gucken, wie viel der GPS gemessen fährt. Aber ungefähr 19 und 20 wird er schon fahren. Da kommen wir zum kleinsten, und zwar den Okai ES50C. Der soll ziemlich stark sein, aber leider war halt der Akku hier nicht vollgeladen. Der zeigt hier zwar drei Balken an, aber wenn man damit losfährt, dann sieht man, dass der eine Balken anfängt zu blinken. Den wird es auch nicht als EKV-Version in Deutschland geben, also nicht in Deutschland zugelassen. Den kann man sich halt nur höchstens fürs Privatgelände kaufen. Der Vorteil hierbei ist aber bei dem kleinen Modell, hier kann man die Lenkerhöhe verstellen. Also ich habe mal nachgefragt und mir wurde gesagt, dass man den Lenker hier verstellen kann von der Höhe her. Hier hat natürlich Doppelbremssystem, aber ein Nachteil ist, dass das Doppelbremssystem halt auf nur eine Bremse wirkt. Und vorne ist halt dann einfach keine Bremse, das ist einfach nur das Rad. Und hinten wird dann halt die Trommelbremse und die Motorbremse beide gleichzeitig auf ein Ding gebremst. Eine Federung hat er nicht, die haben die zwei nicht, außer der ES500, der hat vorne, wie man sieht, dieses Federbein. Merkt man aber auch nur, wenn man wirklich auf ziemlich starken Untergrund fährt, der jetzt ziemlich uneben ist, habe ich zumindest das Gefühl. Aber ich hatte bis jetzt auch nur die Möglichkeit, das auf so einem gut asphaltierten Parkplatz zu testen. Deshalb kann ich dazu bei den Modellen hier noch nicht sehr viel sagen. Hier haben wir auch eine relativ gute Beschleunigung. Leider konnte ich das aber nicht so gut testen, da der halt nicht sehr schnell fährt gerade. Fahren tut er aber 25 und wenn der Akku ein bisschen voller wäre, dann könnte man auch die Beschleunigung spüren. Der soll eine ähnliche Beschleunigung haben wie der Okai ES20, also der Neon. Und man muss auch sagen, dass der zwar seine Geschwindigkeit erreicht bei niedrigem Akkustand, bei einem blinkenden Balken, wenn ich losfahre, aber das dauert dann natürlich. Aber ist natürlich dem Akkustand geschuldet. Und dann kommen wir natürlich zu guter Letzt, zu dem ich aber auch noch ein separates Video gemacht habe, der Okai Neon.
ist einfach nur meiner Meinung nach ein sehr guter Scooter. Habe ich jetzt angeschaltet, da kommt dieses Bild und dann ist man hier, wenn man eingeloggt ist sozusagen im Scooter, hat man hier dann den Tachometer. Und man hat auch eine NFC-Karte, die ich jetzt aber leider gerade nicht habe, aber mit der man den freischalten kann. Und genauso halt auch mit der App, wenn man die App mit dem Scooter verbunden hat, kann man den Scooter auch mit der App einschalten. Das ist, glaube ich, auch schon aus einigen englischen Reviews über den Okay Neon bekannt. Natürlich, der hat hier jetzt natürlich den Vorteil, dass er halt so eine Beleuchtung hat unten und oben. Und das sieht natürlich schon ein bisschen cooler aus. Hier haben wir noch mein Ninebot, aber darüber habe ich schon genug Videos gemacht. Wenn man die jetzt hier alle vergleicht, sieht man auf jeden Fall fast die ganze Okay-Familie, die man kaufen kann. Fehlt nur noch der G200D, aber der hatte leider einen leeren Akku, deswegen wollte ich den halt nicht Probe fahren. Und ich mache hier jetzt über die Scooter wirklich ein ehrliches Review. Also mir wurde auch nichts vorgeschrieben oder so. Und das tue ich hier mit dir jetzt auch. Natürlich sind das nur Ersteindrücke. Ich habe die jetzt nicht zu Hause gehabt, um die jetzt wirklich testen zu können. Den Okay Neon bekomme ich vielleicht noch. Da muss ich mal gucken. Aber halt, die habe ich jetzt bis jetzt leider nicht zum Testen gehabt, dass ich die jetzt wirklich mal bei so einem Langzeittest mal gucken kann, wie die sich verhalten. Aber an sich wirken die erstmal generell sehr schön. Ich meine, auch hier für 700 Euro bekommt man an sich eigentlich einen ziemlich stabilen Scooter. Der hatte zwar das Problem mit dem Fehler E10, aber der Fehler E10 bedeutet eigentlich einfach nur, dass der überhitzt ist. Da muss man den einfach stehen lassen, ein bisschen abwarten und dann fährt das Ding wieder ganz normal. Deswegen, das ist auch das, was, meine ich, beim Electric Commuter damals passiert ist mit seinem City Blitz Tiger. Und ja, an sich sehr vernünftiger Scooter, meiner Meinung nach. Zumindest so vom Test her. Ich meine, ich fahre ja den Ninebot. Da unterscheidet sich zum Beispiel der Alpha Odys X3 Pro nicht sehr viel vom Ninebot. Außer dass halt vorne der Motor ist und nicht hinten. Und dafür halt hinten eine Scheibenbremse. Aber vom Ding her fahren die sich alle gefühlt relativ ähnlich, muss man sagen. Vielleicht was noch interessant wäre, wären die Ständer. Und zwar haben wir hier einen kleinen Ständer vorne. Der Ständer beim Okay Neon befindet sich hinten. Ist ungefähr so ähnlich wie damals die Wollverleihscooter und auch die erste Generation von den Tierverleihscootern. Die hatten ja auch noch den Ständer so hinten. Dann haben wir dasselbe beim Odys Alpha X3 Pro, da befindet sich der Ständer hinten. Und beim Okay ES 500, da haben wir was ganz anderes, und zwar den Dual Kickstand. Den kennen wir auch von den Tierverleihscootern und auch von den Wollverleihscootern und so weiter. Da ist halt dieser Dualständer, der halt für nochmal zusätzliche Stabilität sorgen soll. Und da haben wir auch nochmal den Okay ES 200, den beziehungsweise ES 200D. Man kann sich den natürlich auch in der deutschen Variante kaufen. Die wurden damals halt als Verleihscooter von Tier benutzt, die erste Generation. Und ich meine auch die zweite Generation von den Boy-Scootern war genau dieses Modell. Und den kann man sich hier halt auch kaufen. Halt vorne, hinten Trommelbremse. Trommelbremse befindet sich hier auch im Motor. Leider ist der Akku leer, deswegen kann ich ihn jetzt nicht Probe fahren. Aber in sich weiß ich ungefähr, wie die sich fahren. Und jeder, der einen Tierscooter gefahren ist, der weiß auch ungefähr, wie der sich fährt. Und das ist wirklich einfach nur so ein Brocken. Einfach nur wirklich Qualität aufstrahlt, meiner Meinung nach. Ich wollte mir den damals nämlich auch möglicherweise anstatt des G30 RDs kaufen, da der zurzeit auch für 400 Euro zu haben war als Cityblitz-Variante. Aber ich meine, das macht ja nicht viel aus. Hauptsache der Scooter ist stabil. Und mit 12,8 Amperestunden, meine ich, hat man ja auch eine Reichweite von 40 Kilometern. Also vom Ding her eigentlich ein ziemlich gutes Modell. Leider nur ist der Akku von dem Ding leer, also konnte ich den halt nicht Probe fahren. Aber so, da haben wir die ganze Okay-Familie, wenn man es hier so zeigt.